Wir haben mit 40 verkauften Tickets angefangen 2012 und jetzt sind insgesamt bei dem Festival um die 1300 Leute da und das ist schon enorm. Also wir haben eine Ausstellung, wo wir natürlich die 20 Nominierten zeigen. Das ist ja auch das Highlight, darum geht es ja eigentlich auch, also durch die Awardshow. Und dann haben wir Workshops, Talks. Da sind wir zum Beispiel 40 Studenten gekommen und haben wunderbare Sachen irgendwie mit dem Pool angestellt. Also Maze Festival ist eine große Spielwiese, also es sollen nicht nur Spaßspiele gezeigt werden, es sollen auch Spiele gezeigt werden, die neue Erzählstrukturen aufweisen. Wir gucken ja immer irgendwie nach neuen Sachen und nach neuen Trends. Also ich meine irgendwie, gerade wenn man so irgendwie Genital Jousting irgendwie anguckt, ist natürlich schon, die haben jetzt auch Custom Controller mitgebracht, so, das sind ja Dildos und das ist eigentlich schon sehr witzig zu sehen, wie die Leute darauf reagieren. I think this is a very good crowd. Like Maze is like the perfect festival for this game. It's important for some games to be for children and suitable and all that. But I think there should also be games for adults. If games are art, you know, there should be games for adults. Was mir am Maze sehr gut gefällt, da kommen die Leute zusammen. Das mag ich sehr gern. Vor allem nach dem zweiten Bier werden sie immer sympathischer. How do I enjoy a Maze Berlin? It's a tough question. It's only tough because I don't know if there's a word in English that can describe awesome, good, fun, parties, video games, music, cool people. If there was one word for all of that, that would be a Maze.